Tausenden Jahren. So, ja, wir sind jetzt beschäftigt mit den Fliegen. Und wir töten jetzt die anderen hier. Das kann ja noch dauern, bis wir das hier fertig haben. Miau! Schleicht hier hin! Wie macht man das denn am besten weiter? Jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon. Das mag ich so gerne an dem Spiel. Ja. Schleicht da jemand umher? Nein. Beuge dich doch selber. So, wo sind jetzt diese Beschissenen? Würdest du den vielleicht einfach nur... Ja, Idiot. Düne meinem Willen. Idiot. Ich wollte eigentlich nur, dass er... So, da hinten ist er noch. Ich glaube, das ist der letzte. Den holen wir jetzt ganz schnell. Laufen wir echt an den jetzt vorbei. Jetzt dauert das noch 10 Jahre, bis ich hier mal fertig bin. Aber ist halt Alarmbereitschaft, die Festung, ne? Das ist irgendwie... ja. Natürlich. Ah, abgeschlossen. Okay. Die rote Flugerfolg. Noch zusätzlich nochmal 50. 500 und 400 XP. So, können wir jetzt gehen? Ja, ich gehe jetzt. Haut ab. Wie viele sind das denn bitte? Nein, ich gehe. Ich habe kein Interesse. Aber wir müssen irgendwas aufzehren, ne? Oh, aua. Oh. Ja, hier ist ein bisschen was los, ne? Nur ein bisschen. Was können wir denn jetzt noch machen? Sollen wir noch ein bisschen hier bleiben? Also in diesem Teil der Map. Also am Nurrenden Meer. Oder machen wir jetzt weiter und zurück zum Schwarzen Tor. Das ist natürlich jetzt die Frage. Aber ich denke, wir bleiben eben nochmal hier und gucken. Gibt es hier irgendwo noch? Das ist ja nur hier. Nachtflüge. Wen haben wir hier? Der Poet ist jetzt auf unserer Seite. Hm. Da
könnten wir noch sowas mit dem Bogen machen. So, aber wie viele? Gucken wir nochmal in den Verbesserungen. Haben wir 5 Punkte. Wie teuer ist das? 2500. Da müssen wir noch ein bisschen hier was machen. Können wir noch ein bisschen Aufträge machen. Dann kriegen wir Macht und noch hier. Ah, dass wir das hier freischalten können. Aber das möchte ich gerne haben. Drücke. Links und rechts, um 20 Sekunden lang um uns die Hinrichtung zu ermöglichen. Gut, Fortschritt. 19, oh, 19 von 20 Hauptaufträgen haben wir gemacht. Haben wir nicht viele von gemacht. Schwertlegende haben wir 6 von 10. Zidin haben wir 10 von 32. Artefakte haben wir 13 von 42. Also wir haben viel. Sehr viel. Können wir hier vielleicht noch was freischalten? Dafür brauchen wir noch ein bisschen... Oh, wir brauchen noch 92 Macht. Da machen wir doch ein bisschen noch was mit Macht. Und zwar... nicht zur Armee, sondern... Es regnet. Könnten wir ja hier... die Machtprobe machen. Dafür reisen wir mal dahin zu dem Turm. So, da sind wir auch schon. So. Ab nach oben. Ja, dann machen wir das mal. Ach, er muss gegen einen Karagok kämpfen. Auf mit dem Käfig! Ich brauche einen guten Kampf! Sofort! Was ist denn, wenn wir das Viech jetzt erschießen? Achtung, ein Karagok! Zeit zu sterben! Aua. Oh, er hat Machtpunkt plus. Ja, macht beherrscht. So schnell kann's gehen. Erledigt ihn! Er wurde verhext! Meiner. So. Die Bleichhaut ist längst weg! Das war ja nicht so toll. Haben wir jetzt überhaupt Macht bekommen? Ich weiß es gar nicht. Belohnung. Plus 10. Blutrache. Machen wir das einfach mal. In der Nähe ist er einer näher von. Ich habe keine Lust dahin zu laufen. Ich bin faul. Den porten wir uns dahin und laufen von da aus. Warum nicht gleich so? Ich hätte ihn ansprinten sollen. Ach ja. Oh, verdammt, das ist ein Körper. Nein! Oh. Oh, guten Tag. Es ist der Tag! Ja. Nein! Klappt euch doch da mit dem Karagor. Und wir machen jetzt Blutrache. Wir bringen jetzt den Eimer um. Wo ist... Oh, der ist irgendwo hier. Wandel in der Geisterwelt. Ja. Großes Gebiet. Wo wir suchen können, wo der... abgammelt, ne? Der Sklavenmeister ist durchgedreht. Kann er nur einen Sklaven gegeben haben. Ach ne, ist er da oben?
Kugaluga. Kulagula, okay, der Reimer. Anfällig für Schleichtodestöße, Furcht vor Ghoulen, Furcht vor Fliegen, Furcht vor Karuga, Furcht vor Verbrennen, Furcht vor Grau. Immun gegen Fernkampf, Monster schlechter, vergiftet, über für Kampf besteht. Den versuchen wir jetzt einfach umzubringen mit einem Stealth-Skill. Da wollen wir mal ein bisschen Stealth machen. Warum sollten sie uns auch leben lassen? Dann werde ich die Dinge halt etwas schlampiger bauen. Können wir den so auf richtig geil Stealth-Skill machen? Was? Dann würde ich nämlich richtig cool gerne Stealth-like killen. Was hältst du von unserer? Da ist der Reimer tot. Erfolg. Blutrache. Die Sklaven sind hier noch mittendrin. Bleib, wo du bist! Du Pimmel, du! Oh. Ich hasse Schildträger. Okay, der flüchtet. Gut. Haben wir gelöst, ne? Ja. Ich denke, wir machen nochmal hier die nächste Blutrache-Aufgabe. Da machen wir das mal ein bisschen mit Blutrache-Öl. Ne, hier kommen wir nicht durch. Sollten wir da klettern müssen. Was war das? Weiß ich nicht. Och, der hat, guck mal, der hat einen einzelnen Sklaven. So. Ja, lauf weg. Wende dich nur, nicht schon. Alter. Schaut euch das mal an. Da sind ein paar Karakor. Aber auch nur ein paar. Nur 4 Stück verfolgen uns gerade. Ich hoffe. Nein, hoch! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Könnten wir die Orks nicht als, ja, als Futter für die Karagor benutzen? Ja, gut. So, dann machen wir die nächste Blutdrachenaufgabe. Töte Bolg-Ghul-Freund. 20 Macht kriegen wir dafür. Okay, der pimmelt hier irgendwo rum. Tarts. Tarts der Ringer. So, wo könnte der andere denn sein? Wie groß ist das Gebiet hier? Okay, da ist er schon mal nicht mit, da ist der Ringer. Dann gehen wir mal kurz mal aus der Geisterwelt raus und gucken hier hinten. Da ist er. Oh, Schleichtote Stöße und er leidet schon durch Nahkampf. Fasskaragor, hast Brandwunden, Moon, Monster schlechter, hinterhältig. Oh, tödlich. Okay. Keine Chance. Wow. Das scheint mal wieder eine Herausforderung zu werden. Kommt wir hier irgendwo weiter? Nee, ne? Können wir hier hoch? Nein. Können wir hier hoch? Nein. Müssen wir außen oben gehen? Ja. Können wir irgendwo hier hoch dann? Denke ich mal, oder? Können wir hier hochklettern? Ja, hier müssen wir hochklettern, oder? Ja. Gut. So, dann versuchen wir den mal umzubringen. Am besten wieder mit einem Schleichtodesstoß, würde ich sagen. Das ging letztes Mal ja doch sehr gut. Alles
Ja, Schattenangriff möchte ich hier nicht machen. So, wir dürfen aber jetzt nicht zu weit. So, können wir den anlocken? Ja, können wir. Locken wir jetzt mal an. Komm. Und weg da. Blutrache, Erfolg. So, von seinen Ochsen lassen wir hier keinen am Leben. So, hier auch noch. Ja. Nicht? Du siehst toter aus, mein Freund. Gut. Der hat auch noch wieder so eine Dolchrune dabei. Die saugen wir mal ein mit einem coolen Hammer. So, was können wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt von hier verschwinden? Oder machen wir noch hier ein paar Dinger? Einmal, oder was für ein Bogen? Ich weiß ja nicht. Flammen und Schatten. Das hier ist gesperrt, ne? Was können wir denn jetzt mal machen? Ich denke, wir machen mal eine abtrünnige Aufgabe. Oh, mein paar Mithril. Ich sag einfach Mithril. Was weiß ich, immer zu sammeln. Damit wir den Sturm freischalten können. Weil ich einfach mal sehen möchte, wie der aussieht. So, böse Blicke. Einige der gefangenen Stammesbrüder wurden gefesselt, weil sie ihren Herren direkt ins Auge geblickt haben. Finde und befreie sie. Okay, ist das mit Zeit oder kann ich mir da etwas Zeit lassen und einfach aha, töte 5 Uruks durch Kopftreffer. Ja, ob das jetzt... Da müsste ich wieder mit die Fat Grass mit Bogen schießen. Ne? Ich muss Sklaven verfolgen oder Karagor oder Grauk sein fangen. Völlig egal. Hauptsache wir machen irgendwas. Ja. Yeah. Der war am Kotzen und zu viel gesoffen, war. So, 2 von 5, noch 3 Stück könnten wir umbringen mit einer Headshot. Vielleicht sollten wir das machen, ich weiß es nicht. Wir probieren. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben. Heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist? Ich schwöre. So, und jetzt haben wir natürlich keine Elben geschossen mehr, deswegen laufe ich mal kurz zurück und besorge uns welche. So viele Ghule hast du noch nie gesehen. Du solltest dankbar sein, dass ich sie getötet habe. Das Einzige, das du getötet hast, waren ein paar Sklaven, die schon nicht mehr stehen konnten. Ich kenne den Unterschied zwischen dem Pool und der Bleichautotonne. Die Bleichhäute haben einen richtig ekligen Geruch an sich. Kämpf mit mir, Tag! So, jetzt holen sie natürlich Verstärkung. Ich will aber nur ein... Wir wollen nichts mit der Festzug zu tun haben, wir wollen einfach nur... ich wollte doch nur ein Pfeilchen sammeln. Mein Elbenpfeil. Ach du Scheiße, schau dir das mal an. Wahrscheinlich nur warten. Wir werden schon bald genug zu kämpfen haben. So. Wir ignorieren jetzt mal eben die Festung. Und die ganzen Pillemänner, die da rumlaufen. Wenn wir aus Mordor ausmarschieren, werden wir jeden einzelnen Elf niederschlagen, der noch übrig ist. Warum
starrst du unseren Herzen an. Zum Glück bist du hier. Hilf mir! Ausschneiden! Schnell ihn los! Wir können unsere Freunde nicht alleine retten. Hilfst du uns? Nein. Auf sie zu schreien, wenn ich dich ermorde. So, und jetzt holen wir... So, jetzt befreien wir mal den nächsten. Ich hoffe, die holen hier keine Verstärkung. Der rennt weg. Okay. Und den stellen wir mal los. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Ja. Bitte finde sie. Nein. Ich sehe nur noch einen auf der Map, der mich braucht und nicht mehr viele andere. Erinnert ihr euch, was der Häuptling für den Kampf gelernt hat? Oh ja! Am Ende eines jeden Kampfes sollten wir bis zu den Knien in den Leichen unserer Feinde gehen. Ach, das ist die Toten sollen sich so hoch stapeln, dass ich über das Schattengebirge blicken kann. Ach so. Gut, wir... Boah, die sind natürlich in dem Gebiet. Wir metzen die eben auch noch kurz wieder. Du garstige Marde! Jupp, du garstige Marde! Ich war gerade etwas wieder still, ne? Ich bin nicht so gerade in großer... Bla 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 bla. Ach, der hat gar nichts mitgekriegt. Hallo? So, aber jetzt befreien wir... unseren Freund. Kannst du deine Augen nicht bei dir behalten? Wenn sie herausfallen, behalte ich sie für mich! Ja. Oder schneiden wir ihn mal los. Gut, 400 XP, 300 und insgesamt 400. Ich wollte den Sklaventreiber gar nicht anstarren. Er ist nur so hässlich. Achso. Okay, da brauchen wir... Na Mann. Da müssen wir doch jetzt noch irgendwas machen. Blutrache, Belohnung plus 10. Ich wusste nicht, dass du... Ich will mal kurz was schauen. Das war Verbesserung hier, ne? Ah, haben wir freigeschaltet. Das ist ja sehr schön. Doppelter Angriff. Wenn der Treffer sehr voll aufgeladen ist, kannst du zwei Spezialangriffe statt nur einen ausführen. Sollen wir das mal machen? Ja. Geisterbrand, was ist das denn? Wow. Um alle Betäubten oder Bodengefangenen zu töten. Zerstörung. Hm.
Ist auch interessant. Schatten aufsitzen. Ach so. Können wir mit dem... kritische, ja. Flamme der Vergeltung. Machen wir auch mal. Schöner Spannen ist auch nicht schlecht. Ja, Brandfall klingt auch nicht schlecht. Zerstörung. Können wir auch mal machen. So. Da haben wir ein bisschen was ausgegeben, ne? Kostet alles zu viel. Eine Kreatur überhaupt existiert. Ich denke, wir gehen noch nicht weg. Wir machen noch. Oder sollen wir abhauen? Den Mordor müssen wir nicht sofort. Wir brauchen jetzt noch irgendwas, was uns ein wenig Punkt bringt. Wir könnten natürlich nochmal hier Hunger. Ich glaube, wir machen das Hunger. Bis Nacht, ne? Da könnten wir aber auch gleich. Nee, es wird jetzt stark. Ich möchte gerne etwas besseres Wetter haben. Und lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Okay. So, jetzt haben wir einen schönen Tag. Aber von hier aus möchte ich noch nicht Blutrache. Das wollte ich nicht machen, sondern hier. Ja, ich bin blind, deswegen markiere ich mir das. Ist cool, dass da ein Rauch bei ist, ne? Stell hin und... Auftragsschaden, jawohl, Hunger. Ich wollte das jetzt... Ich hatte Angst. Deswegen habe ich das nicht. Rette die Sklaven zu sich. Züge töte mit einem Vorsprung. Können wir alle Hauptmänner sein? Streich das! Ich will Häuptling sein! Wenn wir ihn so töten, du hast Fleisch von meinem Teller gestohlen! Wenn du Fleisch willst, hättest du ein Uruk werden sollen! Es ist immer... War das keine Vorsprung? Von einem Vorsprung? Ich habe Hunger. Mein Mann ist in meinem Bauch. Vielleicht sollte ich es herausschneiden. Das ist nicht immer so. Naja. Angst vor mir. Wir finden einfach zu helfen. Du hast dir das Fleisch nicht verdient. Wir schon, garstige Made. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Nein. Ach ja, Vorsprungtötung. Okay, alles klar, nicht runterspringen, sondern anlocken und ja, egal. Freiheit. Ja, Freiheit. Könnte ich da rüber sliden? Ja. Schlag, der Waldläufer. Nur noch ein paar Schritte. Waldläufer, bitte! Komm schnell! Ja, ich bin da. So, dann steigen wir mal los. Und haben wir geschafft. Leider nicht mit der zusätzlichen Aufgabe. Ja, danke für die Rettung, aber ich bin so furchtbar hungrig. Sie haben uns alles genommen. Ich muss etwas Essbares finden. Ja, musst du.